Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. An Tagen wie diesen könnten wir die Geduld verlieren. Wenn wir in der Schlange warten vor dem Postbüro von DHL, 20 Meter den ganzen Fußweg entlang. In der Schlange vor der Apotheke am Stephansplatz, weit hinaus bis in die Geibelstraße. Und dann nochmal vor der Kasse in Edeka. Aber mehr noch, als wir in den Schlangen warten, warten wir auf die Rückkehr, die Normalität des Alltags. Wenn die Nachrichten nicht besser werden wollen, fühlen wir uns wie der Beter, die Beterin in den Psalmen. Im 31. Psalm lese ich: Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Meine Augen sind trübe geworden vor Gram und mein Leben schwindet dahin vor Kummer. Ich bin eine Last meinen Nachbarn geworden und ein Schrecken meinen Bekannten. Die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Wir sind fremd geworden, einer dem anderen, und das eigene Leben fühlt sich eng an. Wir möchten doch wieder teilhaben an den Schönen, ohne Einschränkungen. Die Verantwortlichen in Politik, Medizin und Gesellschaft machen uns Mut und sagen: Habt Geduld. Wenn wir das miteinander schaffen, könnte es auch wieder besser werden. Erwarten wir etwas von Gott in diesen Tagen? Im 31. Psalm lese ich weiter: Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden und errette mich durch deine Gerechtigkeit. Öffne deine Ohren für mich und hilf mir. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Also müssten wir auf ein Wunder warten, dass er eingreift? Liebe Freundinnen und Freunde, es ist harte Arbeit. Von denen, die in den Krankenhäusern und Altenheimen arbeiten. Vom technischen Dienst, der dafür sorgt, dass Strom und Wasser zuverlässig kommen. Die vielen, vielen, die an der Kasse sitzen in den Supermärkten und die Regale wieder füllen, das sind die, die hart arbeiten. Und dann werden wir es doch auch mit der Geduld schaffen. Wir müssen uns motivieren für die Kinder, die vielleicht noch stärker darunter leiden, eingeschlossen zu sein in der Wohnung und im Haus. Wir müssen immer wieder Fantasie entwickeln, uns zu motivieren, auszuhalten. Kraft brauchen wir, Trost und Orientierung. Und auch das spricht der Beter, die Beterin im Psalm. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, deine und meine Zeit, die nehmen wir aus seinen Händen, und wenn die Zeit so schwierig wird, dann bitten wir von ihm auch Kraft und Geduld. Denn wir gehen auf Ostern hin und die Leidenszeit wird enden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.